Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Altipack und diesmal zum ersten Mal ohne Cedric. Und man sieht hier schon die ersten Sachen, die hat aber Cedric nur offscreen gemacht. Das sind die Jamie Dingsbumsy, den Tisch müsste eigentlich auch noch aufgenommen sein. Also ich bin mir der echtliche Bilde, denn der Cedric hat ja so einiges, macht er gerne offscreen, wie man ihn kennt. Zum Beispiel das hier, der hat hier so Taumium-Golems gemacht. Nur zu Testzwecken. Das sind hier diese Feldarbeiter. Und da kann man jetzt mal gucken. Die arbeiten meine Karotten ab. Knochenmehl. Bestimmt ein Skelett mal verreckt irgendwo in der Nähe. Und so viele Karotten haben die hier eingesammelt. Unglaublich ist das. Aber die Taumium-Golems, die können einfach alles. Ja, und sonst war es eigentlich an den größten Offscreen-Änderungen. Der Cedric hat ein bisschen was gemacht. Zum Beispiel das hier, sein Werbefenster. Total bescheuert. Im Angebot nur bei Cedric, die blöden Dinge hat er da reingestellt. Und da kann man sich einen abholen. Total lustig ist das. Ja, hier sind seine... Hat er da Blinds gemacht von Jamie Furniture mit Sicherheit, oder? Ja, hat er. Es ist so bescheuert, aber lustig. Ja. Und was ist das hier? Violette Blume. Okay, sehr interessant. Und hier hat er so einen Trank hingeworfen, dass es hier absolute Dunkelheit ist. Hallo. Naja, egal. So, und wir sind wieder mit der Playlist am Laufen. Das war auch schon länger nicht mehr da. Und wir haben heute was ganz Spezielles vor. Ich habe übrigens auch noch einen Utensilienbeutel gemacht mit dem Minimumstein, der im Moment nicht funktioniert und nicht funktionieren will, warum auch immer. Wenn mir da jemand mal helfen kann, wer mit dem neuesten Equivalent Exchanged zurechtkommt für 1.6, ganz wichtig. Man kann nämlich nicht mehr die Rezepte, wenn man hier U drückt, nichts mehr geht. Und hier Taumium verzehrt, da sind lieber Holzwand. Alter, der Cedric hat wieder Mordsvieh gemacht und da hat mir das alles mitgegeben. Und ich habe auch schon Weltraumsachen bekommen, die auch noch, die ich in meinem Bottle stecken soll. Aber da komme ich im Moment nicht rein, weil hier diese arkanen Dingsbums-Türen hat. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt sowas das Richtige ist, weil ich muss ja auch nochmal da reinkommen, das ist halt immer eine Sache. Wir haben heute verschiedene Sachen vor, denn zum einen mal ist es nämlich den Steinbruch zu machen. Hals- und Steinbruch. Zahnräder brauche ich dann, alle die wir glaube ich gemacht haben. Zahnrad. Hä? Gier, als ob das so klappen würde. Zahnrad. Löwenzahn, Radgelb. Haben wir schon Steinbruch? In der Tat. Ich habe den einmal gemacht, genau, das stimmt. Naja, umso besser. Dann brauchen wir dazu noch eine Energiequelle. Und ich denke mal, ist sowas von bescheuert. So dämlich, auch dieses Soundboard, was sie da benutzt haben, wie solche Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Geräusche. Es ist so hirnlos. Total deppert. Ja, wir wollen auf jeden Fall eine Energiequelle und da hat mir der Cedric was gesagt, was ich noch nicht ausprobiert habe. Da sind wir mal gespannt, ob das klappt. Ein kleiner Testlauf. Bin ich ja wieder müde hier. Nee, aber das sollte nicht allzu oft vorkommen. Hier das mit rumgegangen, das kommt nicht vor. Gut. Ja, dann den Steinbruch. Und natürlich noch was Neues wollten wir da machen. Eine Waschanlage für... eine Erzwaschanlage, wo man Uranerz aufbereiten kann. Das wird dann auch bald kommen. Und der Cedric hat nämlich gesagt, man könnte dann nämlich hier von... Es ist so dämlich, das Lied. Hotdog King. Was zum Teufel? Toller Name dafür. Hotdog King. Ganz ehrlich. Also als Zeitraffermusik wäre das auch gut. Selbst der bewegt sich der Fahnen. Nee, der tote Busch. Nee, der ist so. Der ist tot, da kann ich nicht mehr bewegen. Ach, wir lenken uns jetzt schon wieder ab hier von den ganzen Sachen. Der hat mich gesagt von Teleport. Liquid Item. Wisp. Hallo.
Wer das Pfeile ab? Das blöde Ding, da hat er nur noch 3 Lebenspunkte. Ha! Dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim. Wispige Essenz. Schade, leider nicht. Gut. Teleporter. Was zum Teufel? Also wir brauchen diese Power-Teleport-Pipe. Item-Teleport-Pipe. Eine, ach du Scheiße. Und dann Power-Item-Pipe. Gut, dann 2 Diamant-Zahnräder. Dann brauchen wir einfach nur Force, nee, Gold. 8 Gold, 8 Diamanten. Kriegt man ja noch gebacken. Ah, nee, erstmal Gold. Gold ist echt wenig. Wir müssen mal echt aufs Screen mal einschmelzen. Das kann ich ja machen, denke ich mal. Es wird ja auch in den Kommentaren oft geschrieben, dass das ist überhaupt nicht gut ankam, was wir aufs Screen gemacht haben. Die Serie, das kann ich aber schon mal sagen. Wir werden es versuchen, natürlich nicht allzu viel aufs Screen zu machen, aber die Serie ist dafür da, dass wir das Beste zeigen und etwas Unwichtigere in unseren Augen weglassen. Guckt euch mal das Ausmaß an. Das sind 201 Modifikationen im Moment. Und wie wollen wir da fertig werden in einem angemessenen Zeitraum, wenn wir alles onscreen machen? Gar nicht. Deswegen so viel dazu. Ach nee, wir brauchen ja hier 8 von. Nicht. Warum brauchen wir 4 Zahnräder? Wir brauchen 2 Zahnräder. Aber es ist ja nicht verkehrt, das schon mal vorher zu machen. Aber hier brauchen wir jedenfalls nur 2. Dafür brauchen wir jetzt nämlich 8, genau. Zack. So ist das nämlich schön. Ja, hier. Ein Glas, eine Enderperle. Enderperlen habe ich noch geerntet. Ender. Boah, Alter. Ja, er hat mal einmal Looting auf seinem Schwert. Dann ist das ja schon perfekt. Warte mal kurz. So, gut. Muss ich mal sagen. Und wir brauchen Glas. Das wollte ich damit sagen. So, fertig. Dann hier eine Item-Teleport-Pipe. Wunderbar. Und dadurch durch ein Redstone gibt es dann eine Power-Dingsbums. Also ein Redstone, das ist echt hammerhart vom Aufwand her. Zwar Diamantzahnräder nicht ganz so nett, aber naja, was soll man machen? Und ich denke mal, das Ding muss man eigentlich nur daran platzieren. Denn hier soll nämlich dann gleich das Portal zur tiefen Dunkelheit laufen. Und wir haben ja hier unseren Lavatank und daran würde ich es gern platzieren. Connected Pipes 0. Receive ist aus. Privat, okay. Meinetwegen. Channel, da kann man nämlich die Kanäle einstellen. So war das nämlich. Ich denke mal, wir nennen den Kanal 56. Das ist ja meine Zahlenabkürzung praktisch. Wer es noch weiß. Ich hieß ja mal Third Alert Clock 56. So blöd der Name. Also AC Gaming gefällt mir dann doch viel besser. Und hallo Herr Schwein. Das hat er immer hier rein teleportiert. Und ein halbes Herz verloren, weil er die mit der Gravity Gun oder Portal Gun hier reingeknallt hat. Unglaublich. So, dieses komische Ding, das sieht auch so seltsam aus. Ist das Abwasser? Es ist Abwasser. Es hat die Abwassertextur. Wie dumm. Ich denke, ich hoffe, die Transfer Nodes funktionieren damit. Transfer. Oh, wir haben keine Liquids mehr. Haben wir keine Liquid mehr? Liquid? Nein. Transfer, dann nehmen wir mal alle 5. Was brauchen wir denn für diese Liquid? Liquid Transfer. Ach Gott. Transfer. Ja, das ist bestimmt ein Liquid in Klammern, ja genau. Ach so, Eisen, Eimer und Lapis Lazuli, okay, Eimer. Okay, müssen wir uns einen machen. 2 Lapis.
Dieses blöde Ding. Who needs diamonds? Ah, total hirnrissig. Dann müssen wir uns jetzt noch einen Eimer machen. Ich glaube, das wird möglich sein. Sogar. Und dann hier den Ender-Bottle raus und die Transfer-Notes. Zack und zack und ein Transfer-Note haben wir. Dann brauchen wir noch, Pipe. Transfer-Pipes. Mann, nehmen wir mal 10. Ich hoffe, es geht das schon so. Ja, vielleicht sollte ich auch mal den aktivieren. So, perfekt. Da können wir nämlich erstmal ein Liquid und daraus soll es entnommen werden. Jetzt soll sich der Lava-Tank, der teilt praktisch zwei Sachen. Eins hier für die Maschinen, die im Moment wird er natürlich nicht gebraucht. Und sonst könnte man das natürlich einstellen, dass er zum Connected Pipes Zero. Nicht verbunden. So, da können wir nämlich eine Transfer-Pipe, das reicht ja hier, hoffentlich. Und dann können wir nämlich daran das Ding Transfer Node Liquid Connected Pipe Zero. Braucht das eine andere Pipe? Ich denke, das kreative Fluxkompensator, sehr schön. Ach so, Transfer. Seltsam. Transfer Node Energy, okay. Das brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen eigentlich nur Liquid, weil das ja Lava ist. Aber ich denke, das Ding. Power. Ich denke, das ist auch. Oh Gott. Das war aber jetzt die totale Brain. Das kann man doch einfach so machen, oder nicht, ne? Womit läuft das denn bitte schön? Ach, mit MJ ist ja klar. Brauchen wir da noch eine magmatische. Ja, brauchen wir. Okay, dann ist das, dann kommt das Zeug jetzt mal alles wieder weg. Klar, MJ, es ist ja Teleport-Pipes. Weg, weg, weg. So, und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich werde mir dann erstmal auf jeden Fall einen Verbrennungsmotor machen. Den man damit Lava bestücken soll, genau. Und dann am besten noch so ein Aquarius Accumulator, dass er immer genug Wasser dazu hinbekommt. Gut, okay, dann werde ich mir das machen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann praktisch Power haben. Klar, ich bin auch so schlau, als ob er einfach aus Lava Energie ziehen würde. Das stelle ich mir ja rosig vor. Na gut, dann bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ja, ein bisschen was hat sich getan. So wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Hölzernes Wasserrohr, ist ja klar, betrieben, zum Rauspumpen. Eigentlich überflüssigerweise ein pflastersteinendes Wasserrohr. Ich habe schon überall versucht, direkt ans Holzrohr dran zu tun, aber hier kommt einfach keine Lava rein. Das bleibt ja auch komplett voll, nichts passiert. Ich weiß nicht, was hier falsch ist. Der aquöse Akkumulator, der läuft auch vollkommen komplett super toll und klasse. Und ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich könnte es versuchen, mit einem Eimer das Wasser mal abzuzapfen. Und das Ding jetzt unten dran zu setzen. Aber es verbindet sich ja noch nicht mal. Das ist unglaublich, ist das. Als ob es gar nicht zuständig wäre. Das glaube ich kaum. So, dann wieder so. Da verbindet sich es automatisch. Sagt ja aus, dass es super toll ist und klappen müsste. Aber das tut es einfach nicht. Verstehe ich gar nicht. Weg. Ja, keine Ahnung. Wenn mir da jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar. Da können wir nämlich hier auch direkt Connected Pipes auch 0. Oh mein Gott. Ja, da kann es ja auch nicht sein. Es muss ja eine Power Pipe sein. Aber so weit kam ich ja noch nicht mehr. Das war die Sache. Boah, wie lange war ich jetzt hier dran? Bestimmt 20 Minuten, um das hier rauszufinden. Oh nee, es ist so scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt. Na, mal gucken, ob wir jetzt die Erzwaschanlage hinbekommen.
Basismaschinenhülle. Okay, da brauchen wir jetzt 8, 19, 11. Und Kupfer. Wir haben auch kaum Zinn. Da brauchen wir jetzt erstmal Zinn. Ja, dann müssen wir erstmal das hier machen. Dann kommt das hier weg, das hier beides, das hier, die beiden, der Steinbruch, das hier, die Sachen. So, der Eimer. Ne, der Eimer, der kommt in den Utensilienbeutel. Unglaublich, es kriegt doch Wasser. Wasser klappt problemlos. Aber nicht der Scheiß. Unglaublich. Regt mich schon ein bisschen auf. Ne, einfach so. So, Erzwaschanlage, die brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer und Zinn, brauchen wir. Wir sollten was auch erstmal bestellen. Kupfer. Okay, wir brauchen hier nochmal einen Stack davon. Oder jedenfalls Component. Zum Teufel. So, davon 32. Dann brauchen wir hier die 2 von. Und natürlich das ganze Zinn, was wir haben. Nicht gerade viel. Ich habe das Zinn mal erhöht in den Configs. Wie es mir auch in den Kommentaren geschrieben wurde. Als Tipp. Hab ich schon wieder die Monster ausgemacht? Nee. So. Natürlich erstmal den Zerkleinerer. Das klappt ja alles wunderbar hier auch. Und ich schätze mal, wenn das hiermit klappt es ja auch nicht. Also würde es bestimmt auch mit den Transfer Nodes funktionieren. Auch wenn es das nicht verbindet, glaube ich, oder so. Ich denke, das funktioniert. External Utilities hat es da so gut angepasst. Weil das hier klappt ja perfekt. Weil der sagte mir hier, Searching Inventories. Also der will Inventar praktisch suchen, wo er es reinfüllen kann. Aber es geht einfach nicht. Da irgendwas verpasst? Wenn ja, dann bitte melden. Da können wir schon direkt in den Metallformer. Können wir 11 Eisenplatten können wir produzieren. Ja. Perfekt. So, jetzt muss der geothermale Generator ziemlich heizen, aber macht ja nichts. Wir haben genug Lava. Das wird ja nie leer. Unglaublich ist das. Ja, okay. Er macht. Der macht auch. Eine Schütte wäre auch ganz praktisch. Nix da. Der soll das erstmal da reinmachen. Der darf jetzt nicht. Ich frag mich, was das hier ist. Ich glaube bestimmt irgendwelche Filterdinger. Die gab's ja auch irgendwie dabei. Habe ich mal mit Exotilities ziemlich auseinandergesetzt. Ich glaube, da war es mal dabei. Ja, was wir jetzt machen können, ist Portal to the Deep Dark habe ich gemacht. Also Portal, besser gesagt. Weil das war mit diesen Unstable Ingots, das war mir dann doch ein bisschen zu heikel. Das können wir machen. Und dann machen wir jetzt hier Rechtsklick und zack. Landschaft wird heruntergeladen. So, hier sind wir. Ich weiß gar nicht, wo wir rauskommen. Ich glaube, wir kommen am Boden raus. Oder kommen wir an der Decke raus? Mal sehen. Auf jeden Fall ist hier überall Dunkelheit. Das steht fest. Diese fucking Musik. Blub, blub, blub. So ein Quatsch ist das. 149, ich glaube, das ist eher, sind wir an der Decke. Es ist immer so eine Sache, am Anfang weiß man nicht, wo man rauskommt. Aber 155, ich glaube, wir sind an der Decke. Dann lasst uns jetzt mal hier. Das war jetzt ziemlich riskant. Wo kommen wir raus? Auf jeden Fall ist hier alles dunkel, das weiß man. Aha. Da sind wir.
hier unten ist die tiefe Dunkelheit. So wird sie genannt und das zu Recht. So, dann machen wir uns jetzt mal hier so ein kleines Podest, mehr oder weniger. Wenn man zu sehr in die Dunkelheit abdriftet hier, kriegt man böse, böse Effekte. Und die möchte keiner gerne haben. Deshalb halten wir uns lieber hier oben. Und hier werden wir dann später unseren Steinbruch aufstellen. Deswegen machen wir ja auch diese ganzen Theatersachen mit dem Energie und was weiß ich was. Aber wenn so ein oller Verbrennungsmotor noch nicht mehr funktionieren will. Was Grundlegendes mache ich ja auch nicht falsch. Es ist einfach ein Verbrennungsmotor, der Lava akzeptieren soll. Und das tut er nicht. Warum auch immer. So, dann haben wir jetzt hier so einen kleinen Raum ausgehoben. Das bringt überhaupt nichts. So, perfekt. Dann haben wir jetzt einen Raum ausgehoben. Perfekt, das können wir echt gut gebrauchen. Zack. Ab nach Hause. Ja, genau. Und wieder hier rein. Ach, hier ist er. Ist ein Sharklader in der Nähe? Ich denke doch, ne? Ja, unterm Haus ist ja der Mensch in den Enker. Klar. Damit hier alles schön weiterläuft. Dann brauchen wir noch. Ja, Kupfer natürlich, klar. Sagen wir erstmal 16. Der Rest, der muss leider in den Beutel. Da muss das da rein. Gut, was denn hier noch rein soll? Metallformer. Da brauchen wir erstmal ein bisschen Kabel aus dem zwei Kupfern. Da können wir ein bisschen Kabel draus machen. So, und heute wird auch nur eine Folge aufgenommen. Perfekt. So soll es nämlich sein, das reicht längst nicht. Oh Gott, der geht aber richtig. Der rastet ziemlich aus hier, der Geothermalgenerator. Der geht ab. Was brauche ich denn noch? Das ganze Kupfer sollte eigentlich auch. Da bleiben. Kupfer. Ach Gott, einer ist angekommen. Na, warten wir mal einen Moment. Bis das alles da ist. Zinn haben wir schon mal. Können wir was mit dem Zinn machen? Wir können auf jeden Fall hier einen Dingsbums machen. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Ach, International Karate. Ja, heißt das Karate? Karate? Karate. Sagen wir so. International Karate. So nennen wir es am besten. Das Lied kenne ich so gut. Elektrischer Motor, genau. Zinn-Item-Hülle. Da muss man nämlich. Wie viele Zinn-Item-Hüllen brauchen wir? 4. Also 2 Zinnplatten. Gut. 2-mal draufhauen. Und dann nochmal draufhauen. So läuft das hier. Am besten sehr viel Zinn sparen. Wir müssen unbedingt diese Quarry aufstellen, die eigentlich auch nichts bringt. In der tiefen Dunkelheit. Weil da gibt es praktisch nur Standarderze. Wie Diamant, Eisen und alles weitere. Aber es reicht. Es reicht für den Anfang. Denn man kriegt echt verdammt gute Sachen, weil man braucht ja schon einige Vanilla-Erze. Braucht man ja schon noch. Also das ist. Ist ja auch so eine Sache. So, also jetzt müssen wir definitiv mehr Kupfer abholen können. Kupfer. Okay, dann können wir jetzt hier 9-mal abholen. Wie viele Spulen brauchen wir denn dafür? 2, also 8, 16, 32. Also aus einem kommen 3. Ach du Scheiße, Pff, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal so. So, da haben wir. Ah ja, gut, auf 10 müssen wir nochmal wieder hauen gleich. Also, wir brauchen 32.
8, 16, 24, 2. Ja, 32, genau. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber hier geht's ja schön richtig ab. Aber das Ding, das sollte doch funktionieren. Es ist doch eigentlich keine blöde Idee. Da drauf kommt jetzt einfach, das sollte Energie produzieren. Dann sollte das eigentlich, das Ding wird echt gar nicht als richtig anerkannt. Also ich bin ja auch nicht völlig beschränkt eigentlich. Es ist, ich frage mich immer, mache ich einen totalen Fail oder ist es ein Bug? Das ist eine Sache. Höchst seltsam, echt. Doch, reicht ja sehr. Nicht. Naja, wir haben ja noch im Zerkleinerer. Ich muss ernsthaft mal so richtig fett die Sachen durchrödeln lassen, die ich gesammelt habe. Wir haben ja genug Energie, nur es dauert halt länger. Und ich denke mal, ich mache mir dann zum nächsten Mal, also ihr werdet es beim nächsten Mal schon sehen, das kündige ich schon mal, offscreen an. What the fuck? Ja, das sind die tollen 1.6 Bugs. Das liegt nicht am Altipack, schätze ich mal, oder wer weiß. Das sind die Bugs. Das hier ist die tiefe Dunkelheit, wo wir eben waren. Und die buggt sich immer so auf. Es kann auch ein Optifine-Bug sein. Denn das verschwindet beim Minecraft-Neustart. Aber sollen sie erstmal nicht stören. Die Folge ist auch kurz vorm... Ja, das reicht perfekt. Das reicht gerade so. Um die 10 sind es dann doch geworden. Zerstoßenes Kupfererz. Also die Automatisierung, die läuft hier perfekt. Industrial Craft mag ich auch in der Hinsicht doch viel lieber, als hier mit diesen blöden Röhren. Exolutility ist perfekt mit diesem Röhrensystem. Endlich ist das mal dazugekommen. Aber das will einfach nicht daraus. Und es kommt doch Lava. Man sieht es doch hier klar und deutlich. Und hier kommt nichts rein. Boah, zusammenschlagen könnte ich das. Wahrscheinlich mit Eimern geht es natürlich wieder perfekt. Aber wer will denn schon einen Eimer da haben? Kein Mensch. Das können wir vielleicht einmal machen. Nein. Stopp. Du sollst hier rolling. Du sollst hier die Rolling Plays. Das ist, glaube ich, eine neue Rockband. Oh. Ah, ist das dumm. So, du machst gut hier. Kupferklein. So soll es sein. Und das war ein super Reim. Das kann doch nicht sein. Oh, Alter. Hier wird man Arm und Bein. So, jetzt reicht's aber mit unseren Reimen. So kann das doch echt nicht bleiben. Ach gut, okay, das ging nicht mehr ganz. Oh, grausam. Das war echt die Reimception, war das? Dann hier. Spule. 4, Dankeschön. Motoren. Also Motoren hasse ich zu craften, weil die sind ja richtig schwer. Isoliertes... Du Scheiße, isoliertes Kabel. Gedöns. Kabel. Okay, ja, Cedric hat Rotlegierungskabel gemacht von Red Power. Oder von Project Red, besser gesagt. Kupf. 19 Stück, da haben wir auch nochmal. Was sagen wir mal? 4 zapfen wir mal da ab. Der soll dann direkt Kabel draus machen. Und dann bauen wir nochmal leckere Gummiriegel. Gesponsert vom Michelin-Mann, oder wie war das? Ja, vielleicht sollte ich auch mal nicht auf Bestätigen drücken. So, perfekt. Sollte jetzt bald ankommen. Ja, 10 Gummiriegel, dankeschön. So, hier kann man nochmal das Ganze isolieren. Muss natürlich noch ein paar mehr werden. So, natürlich wollen wir auch noch ein paar mehr Kabel haben, schon für die Zukunft. So, das dürfte jetzt schon reichen. Wir brauchen Redstone. Nix da, Redstone. Genau 10, das nehmen wir mal mit. Und ich denke mal, wir nehmen auch doch die Blöcke. 5 machen wir mal klein, damit wir wirklich eine stetige Versorgung von dem ganzen Kram haben. Redstone wird nie Mangelware sein. Manche haben sogar Redstone-Mangel. Ich frage mich, wie die das schaffen. Bisschen mit der Glücksspitzhacke in die Mine gehen und dann einfach alles mitnehmen. Da hat man die 90 Redstone-Blöcke voll. Ah, wir brauchen noch eine Eisenplatte. So, Dankeschön. Wir brauchen eine Eisenplatte. Wir brauchen noch... Ein Eisen soll platt gehauen werden. Bitteschön. Zack. Dann können wir noch die restlichen Gummiriegel, die wir haben, daran vergeuden. So, perfekt. Boah, das ist eine Sache.
1.6 Industrial Craft deutlich länger dauert es, aber ich finde es auch ein bisschen reizvoller, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn die manche sich jetzt denken, ja, wie kann das denn gut sein? So, vielleicht sollten wir auch erstmal das hier brauchen. Ich finde es reizvoller und auch besser, vor allem weil es neue Maschinen gibt. Zack! Erzwaschanlage! Die braucht einen Arsch voll Strom. Kriegt es eigentlich weniger Strom? Warte mal, wir haben doch eigentlich noch, wir nehmen ein paar Sachen, zum Beispiel einen Schraubenschlüssel. Den nehmen wir in unseren und den nehmen wir in unserem, ja, ein bisschen ein Schraubenschlüssel, ist logisch. Und natürlich den Schüssel, den brauchen wir auch noch. Und am besten, ja, das war's eigentlich, weil diese Sachen, die jetzt alle hier kommen, das war's auch schon, die kommen alle in unseren Utensilienbeutel natürlich, bis auf das Dingens. So, zack. Und wehe, du wirst zu irgendeinem anderen Ding. Nein! Boah! Alter! Nee. So ein Scheiß! Boah! Ganz ehrlich, stellt euch das mal vor, ihr baut eine Maschine mit einem Schraubenschlüssel ab, natürlich auch sehr realistisch schon gedacht. Und dann... Klar, ihr baut das mit dem Schraubenschlüssel ab und raus kommt ein Maschinenblock. Totally makes sense. Nicht. Da kacke ich sowas von einem riesen Haufen drauf. Das war so ein... Ah ja, da war die Erzwaschanlage noch. Das war so ein Gewurstel gerade. Und weil er viel Strom braucht, will ich näher an die Energiequelle packen. Boah, ganz ehrlich, verpiss dich. Blöde Maschinenhülle. Und arschlautes Lied kann sie auch verpissen. So, zack, zack. So, wieder normal. Da, zack, wieder in den Rezeptmodus. Zack, weg. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese erste Cheaterei. Aber das kann echt nicht sein. Ja, das sieht natürlich auch besonders gut aus. Da kommt dann noch zu einer 20% Chance noch so der Scheiß raus. Ich glaube es nicht. Ja, und hier oben sieht man auch immer, wo man drauf mal klicken sollte. Ja, jetzt geht es auch schon ein bisschen schneller. Ich glaube, da das Zinnkabel ist nicht mehr so eine gute Idee. Dann haben wir noch so ein, Flass. Ja, einen brauchen wir davon. Boah, das gibt es nicht. Wir brauchen definitiv diesen elektrischen Schraubenschlüssel und immer im Lossless Mode. Sonst geht man ja, kriegt man ja einen Rappel hier. Ach, das ist das schöne antike Dingsbumslied aus Nier. Heißt das Nier? Ja. Na, na, na. Ah, da lieber. Nein, den. Wette schon kirre. Sinnloses Gelaber. Und wer denkt, es ist, tue nur so, weil ich den Text nicht kenne. Nein, es ist tatsächlich eine erfundene Sprache, in der die da singen. Also deswegen sinnloses Gelaber. So eine Art, ja, keine Ahnung, so chinesisch angehauchtes. Also asiatisch, sage ich einfach mal. Ich weiß ja auch nicht genauer. Haben sie damals eine Sprache erfunden und darin wurde das Lied dann geschrieben. Ja, ich hab mich sogar darüber informiert. Oder einfach nur mit, einfach mal aus Zufall gelesen, besser gesagt. So, hier das Ding können wir natürlich wieder auch in einer super tollen altmodischen Kaktusfarmfalle machen. Mit Erdblöcke, die dann die Kakteen da vor dem Wachsen bewahren. Und dann mit so ein paar Laufbändern. Ich höre hier einen Wisp. Oh, Wasser. Naja, diese Bugs sind ganz seltsam. Aber die sind ja nächstes Mal wieder weg. Hier, diese Dunkelheit. Unglaublich. Oh, Skelette. Ja, das wäre es eigentlich dann auch für diese Folge gewesen. Wo sind meine Level hin? Mal ganz abgesehen davon, ich dachte mir doch, da fehlt doch irgendwas. Naja, ein bisschen blöd natürlich schon, aber wir brauchten sie eh nicht. Also das war ja auch eine ganz komische Sache. Geht das im Kreativmodus dann weg? Wenn das stellt... Naja, Wurst. So, hier haben wir jedenfalls unsere Erzwaschanlage. Und da können wir nämlich... Wo man hier... Hier kann man sogar, glaube ich, gucken bei... Ja, Recipes. Hier kann man nämlich sehen, zerstoßenes Golderz. Kann man hier in gereinigtes zerstoßenes Golderz. Daraus kann man dann wieder einen Barren machen, klar.
Da kann man natürlich auch noch, das sind nämlich verknüpfte Maschinen, das können wir nämlich auch mal machen, eine Thermalzentrifuge. Daraus kriegt man, also ist echt genial, wenn das, wenn man das so wirklich hat, das zeige ich eben noch zum Abschluss der Folge, auch wenn das jetzt hier lang ist, aber lange Folgen sind im Sinne aller. Und hier kann man nämlich das Zerstoß des Uranes erst dann da rein, also in den Zerkleinerer, dann hier, dann wird das gereinigtes, da kommt ein kleines Häufchen Bleistaub und Steinstaub bei raus. Und hier natürlich auch, und das Uran kommt aber nicht davon her. Und man kriegt hier kleines Häufchen Goldstaub und das kann man dann halt auch zurückführen zu Goldstaub und daraus kann man dann halt auch Gold braten. Ist aber echt perfekt, da kriegt man nämlich aus dem gereinigten Zerstoß ein Golderz, kriegt man, wenn man das hier rein hat, Goldstaub und noch ein bisschen Silber dazu. Man kriegt also immer so ein bisschen Beiprodukte. Nur, dass man die richtig sauber wäscht. Und hier zum Beispiel kriegt man auch, ich glaube sogar aus einem Zinn kriegt man immer Zinn und Kupfer. Und aus Kupfer kriegt man ein bisschen kleines Kupfer und natürlich zerstoßen, das ist klar. Man kriegt aus Blei noch Schwefel und aus Eisen noch ein bisschen mehr Eisen dazu. Und aus Silber natürlich auch noch ein bisschen mehr Silber dazu. Also wenn man dann noch, wenn wir das nächste Mal eine Thermalzentrifuge machen und die hier unten instellen, müsste eigentlich alles perfekt laufen. Dann können wir eigentlich unterirdisch ein System machen. Aber da müssten wir noch gucken. Ich glaube, dann machen wir dann irgendwann mal unterirdisch ein System mit Diamantsortierrohren, wo alles hingeht, wo es hin soll. Aber das soll uns heute wirklich nicht mehr weiterhin aufhalten. Das war's jetzt für diese Folge. Fast 40 Minuten. Aber, naja, es war mal was anderes jedenfalls. Aber wer mir jedenfalls behilflich sein kann hier bei dem Verbrennungsmotor, das wäre mir so, wär ich so dankbar. Denn dieses Wasserrohr, das müsste doch alles klappen mit dem hölzernen. Ich hab's, wie gesagt, also wenn die sagt, mach's dort direkt an die Holzröhre, das habe ich schon gemacht. Oder direkt in den Tank. Das habe ich auch schon gemacht. Alles kein Ergebnis. Und das scheint es noch nicht mehr richtig zu verbinden, habe ich das Gefühl. Kann es an der Buildcraft-Version liegen? Ich glaube, ich benutze auch sogar die neueste, oder? Naja, das ist auch eine andere Sache. Wenn ihr mir da helfen könnt, dann wäre ich euch sehr dankbar. Aber ich bin euch auf jeden Fall jetzt schon dankbar fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.